nächste thematische Expedition führt uns in den Weltraum. Und zwar simulieren wir einen Raumflug, einmal im schwerelosen Zustand, dann unter der Wirkung der Schwerkraft, also zum Beispiel über der Erdoberfläche, oder beim Flug um einen Planeten, zum Beispiel die Erde, und dann zwischen zwei Himmelskörpern, zwischen Mond und Erde. Es ist nicht besonders schwierig, dieses Projekt, aber man braucht gewisse mechanische Grundbegriffe. Die Herausforderung besteht darin, die physikalischen Gesetze in Algorithmen umzusetzen. Wir finden wiederum unter Google Drive eine ganze Anzahl von Ressourcen. Wiederum im Logoland, Expeditionen, Raumflug finden wir hier die Projektdokumentation. Die musst du unbedingt herunterladen, wenn du damit arbeiten willst. Da findest du sehr viele Details. Und dann die vier verschiedenen Logo-Programme, welche jeweils eines dieser Szenarien abbilden. Man muss zuerst eines dieser Logo-Programme laden, dann mit Start starten, steuern und die Taste X führt zum Abbruch. Es gibt, wie gesagt, vier Szenarien. Das ist das Szenario, wo die Raumsonde unter der Schwerkraft, die senkrecht nach unten wirkt, in Parabeln fliegt und dann mit Rückstoß kann man die Raumsonde zum Landen veranlassen. Es gibt das Szenario, in dem die Raumsonde schwerelos fliegt. Hier in diesem Bereich wurde mit Rückstoßraketen eine Kurve und vielleicht eine Beschleunigung eingeleitet und sonst fliegt die Kapsel geradeaus, ohne gebremst zu werden. Das dritte Szenario ist der Flug um einen Planeten, zum Beispiel die Erde. Hier sind wir gestartet. Wenn man keine Steuerrakete zündet, dann fliegt die Raumsonde in ein Parabel um die Erde herum. Hier wurde dann der Flug abgebremst. Die Erde hat die Raumsonde angezogen und hier kommt es zur Landung. Noch komplexer wird es, wenn die Raumsonde zwischen zwei Flugkörpern, der Erde und dem Mond, fliegt und dann zum Teil um die Erde in der im Schwerkraftfeld der Erde gefangen bleibt, dann diese wieder verlässt und dann in das kleinere Anziehungsfeld des Mondes fällt. Schauen wir uns das mal an, wie das konkret aussieht. Wir haben das Szenario mit dem Mond geladen. Wir haben hier bei Zoom das Ganze verkleinert, damit wir die ganze Sache sehen können. Ich mache mich bereit und starte nun das Ganze. Ich kann jetzt hier einmal die Sonde drehen und wenn ich sie nur drehe, aber keinen Rückstoß veranlasse, dann fliegt die Sonde nun in einem Bogen um die Erde herum, streift die Erde knapp. Ich könnte sie jetzt hier die Sonde abbremsen und die Sonde auf eine Landung auf der Erde vorbereiten. Aber ich gehe jetzt zum Mond, beschleunige also noch einmal, um aus dem Erdanziehungsfeld der Erde rauszufallen und versuche nun eine Landung auf dem Mond. Da ist die Erdanziehungskraft geringer. Ich muss ganz sorgfältig hier runterfallen. Ich bremse zuerst Bewegung ab und jetzt gehe ich auf X und breche diese Bewegung ab.
kann sich gut vorstellen, dass man neue Szenarien entwickelt. Neben den vier kann man sich viele andere vorstellen. Man könnte das Programm so ändern, dass ein Flugprotokoll aufgezeichnet wird. Man könnte den Treibstoffverbrauch messen und aufzeichnen und dann versuchen, mit möglichst wenig Treibstoff solche Flüge zu absolvieren. Macht sicher sehr viel Spaß.